Core Gaming Production. Hey you guys, willkommen zurück zu Final Fantasy 9. Wir haben in der letzten Folge hier Lili gerettet, haben dann hier abgespeichert, weil ich wusste, dass wir noch irgendwas reinbrezeln. Ich hatte keine Ahnung. Wir werden jetzt in ganz viel Scheiße reinbrezeln. Aber wir wären nicht wir, wenn wir das nicht hinkriegen würden. Ich habe vollstes Vertrauen in unsere Fähigkeiten. Vielleicht auch nicht, ich weiß es noch nicht. Das ist die Ecke, wo sie gefangen genommen haben, ne? Hier, Son und Son. Die Drecksäcke, den haben wir ja auch in der letzten Folge den Arsch aufgerissen, weil sie es verdient haben. Da kann ich nicht runter, okay. Ich weiß noch, dass die, das werde ich jetzt noch nicht sagen, weil es wäre ein bisschen spoilermäßig, ne? Das lassen wir mal noch, wir zimmern erstmal hier durch. Leute, ohne Scheiß, ne? Der Stream Soul, ich weiß nicht, was ihr mit dem macht, ne? Aber macht den fertig, ne? Der grinst momentan wie ein Honigkuchenpferd und fragt sich die ganze Zeit eigentlich nur, warum. Ja, ich weiß nicht, was ihr mit dem macht, aber macht weiter so, ne? Auch wenn er ein ziemlicher Arsch manchmal sein kann, ne? Ich den Kater verdient. Ja, auf jeden Fall, ich weiß nicht. Ich bin kurz davor, für den Stream zu sagen, was wir zocken. Wir werden erstmal eine Weile Conan zocken oder so, ne? Es ist Wahnsinn, wie mich das Spiel gerade, oder wie das Spiel gerade einen Bann zieht, ne? Der Hammer! Ich muss mal schauen, ne? Ich will aber gucken, dass ich wenigstens Final Fantasy X abschließe, bevor wir das machen. Also zumindest an dem Punkt komme, wo ich dann 5 Milliarden Jahre trainieren muss oder so. So sieht es aus, als wäre uns niemand gefolgt. Ja, das ist schon mal was Gutes, Freya. I hope so. Selbst wenn er uns gefolgt ist, ist er jetzt Matsche. Königin Brahme. Warum hat sie das nur getan? Ich würde ohne mit der Wimper zu zucken in den Tod gehen, um die Prinzessin zu beschützen. Und für die Königin ist die Prinzessin doch ihr Ein und Alles, oder etwa nicht? Steiner, Alter, glaub mir, ich kann verstehen, wie du dich fühlen musst. Sieh dann. Wacht Lili denn nie mehr auf? Keine Angst, sie ist nur sehr müde, weißt du? Leute, wir sollten Lili eine Weile schlafen lassen, was meint ihr? Danke. Ich find's übrigens famos, dass Lili in ihrem eigenen Zimmer kein Bett hat. Wäre ich bei dir gewesen, dann hätte ich das niemals... Vergib mir, Lili. Was ist los mit dir? Das sind ja auf einmal ganz neue Töne. Ja, hier sieht man schon so ein bisschen die erste Charakterwandlung, ne? Sie dann der immer so großspurig getan, oder hast du nicht gesehen, ne? Dem wird so ein bisschen bewusst, dass er Lili so ein bisschen im Hängen hat lassen, ne? In vielerlei Hinsicht. Früher hättest du dich in so einer Situation doch sofort auf mich gestürzt, oder nicht? Unsinn. Seit ich lebe, habe ich es zum ersten Mal verstanden. Wenn man sich nur von Zorn und Hass leiten lässt, dann wird man alle Emotionen unfähig. Selbst die Tränen versiegen irgendwann. Sieh dann. Oh, die beiden wieder. Da sind sie, zackig. Die ganze Bande auf einem Haufen, zackig. Ach, sie wieder. Beatrix. Lange nicht mehr gesehen, Steiner. Was habt ihr nur über die ganze Zeit über getrieben? Nicht doch, ihr werdet doch wohl nicht mit diesem Barbaren gemeinsame Sache gemacht haben. Was ist, wenn nennst du ja einen Barbaren, du wild gewordene Amazone? Du lernst es wohl nicht, was? Okay, Polaris haben wir ja schon von ihr geklaut. Wir können eine Allzweckweste klauen. Dies ist unser Plan. I hope it works. I'm not sure about this. Ohne Scheiß. Das mit dem Klauen, ne? Ich glaube, ich habe in keinem Final Fantasy so häufig geklaut und so sehr aufs Klauen geachtet, wie in diesem Teil, ne? Finde ich mega. Also, ich finde, das Klauen ist so ein Feature, das ist so ein bisschen untergegangen, während der ganzen Zeit. Warte. Fafnirs Wind. Polaris geklaut. Den will ich nicht sammeln. Magieschwert. Was haben wir denn Hübsches? Nichts Tolles. Okay, was haben wir noch? Trisaster. Das bringt die mir. Senkt. Oh, das werden wir definitiv machen. Schocker.
Ist ja schon, Zidane ist tot. Nee, aber Steiner ist tot. Kommt auf selber raus, ne? Item Phönixfeder. Okay. Ich glaube, das wird nichts. Donnerklinge. Okay, ich glaube, ich hätte den Korallenring anlegen sollen, ne? Das wäre eine Maßnahme gewesen. Potion. We are so screwed. Aber so richtig, richtig. Item Phönixfeder auf sie dann. Na, okay, dann. Nee, das will ich dafür nicht opfern. Das. Vielleicht sind wir doch ein wenig untertrainiert. Was eigentlich sehr traurig wäre. Aber weißt du was? Dann geben wir ein bisschen Gas hier. Verfeuer! Nicht schon wieder. Och, Mann. Trisaster. Die Attacke wird irgendwann durchgehen. Ich bin ein Honk. Oh, ich. Bitte, man möge mir ein Huhn reichen, damit ich es aufblasen kann. Dies werde ich auf einem öffentlichen Marktplatz tun, damit möglichst viele meiner Schande gewahr werden. Warum versetze ich sie denn bitte nicht in Gemach? Was stimmt mit mir nicht? Oh, bin ich dämlich. Oh, das tut weh. Das tut richtig weh. Mann, wie kann ich so dumm sein? Okay, das könnte das erklären. Och, Mensch, du bist eine Sau. Immerhin hat da Freya damit geheilt dann jetzt. Oh, du Dummschwein, ey. Kannst du bitte aufhören, sie dann umzubringen? Would be nice. Donnerklinge. Ja, okay, Steiner gemacht jetzt auch die Biege. Machst du die Biege, Fliege? Oh Mann, ey. Ja, ich hätte echt den Korallring ausrüsten sollen, ich dem Lack. Ich weiß auch nicht, wie ich so dumm wieder sein konnte. Leute, so macht man den Boss nicht. Man rüstet vorher den Korallring aus, ne? Wollte ich euch nur gesagt haben, ne? Nur, dass wir uns verstehen, ne? Ether, genau. Ich will Ether verballern. Weil ich ja, ne? Ist klar und so. Oh, Mann, ey. Och, nö. 1100. Ja, nee, ist klar, Alter. Ich weiß nicht, ich mach's gern spannend, weißt du? Oh, ne Kacke, Alter. Ich bin so eine Graupe, ne? Empfangt eure gerechte Strafe. Atomisator, ja, okay. Wenigstens leben alle. Wir kriegen alle Erfahrung und AP und so. Wobei, ich glaube, bei den Bossen hier, lasst euch hier nie wieder blicken. Ja, nee, ist klar. Ich glaube, bei den Bossen kriegen wir nur AP. Kann das sein? Baba. Hallo, Spiel. Mich mit euren bescheidenen Fähigkeiten zu besiegen, das ist, als ob ein Goblin einen Sackner reiten wollte. Ich hätte jetzt verglichen Ameise und Gott, aber ist okay. Einen Moment mal. Du bist doch Alexandras Generälin, oder etwa nicht? Also Generälin, was ist da deine Aufgabe? Lilly, nein. Jawohl, Prinzessin Garnett zu beschützen, oder? Dieser bewusstlose Körper auf dem Sofa dort, du weißt aber schon, wer das ist, nicht wahr? Oh nein, das ist doch nicht einfach Prinzessin Garnett. Psch, gut, dass dir das auffällt. Also doch. Also wollte Königin Brane die Prinzessin tatsächlich umbringen. Bitte? Aber Königin Brane würde doch niemals... Steiner, es ist an der Zeit, den Tatsachen ins Auge zu sehen. Die Zweifel, die ich seit längerem hegte, scheinen begründet gewesen zu sein. Ich war all die Zeit im Irrtum.
Der Tante dazu stimmen, geht mir zwar mächtig gegen den Strich, aber was sie sagt, stimmt, Steiner. All das Leid, das ich dem Volk von Bomesia zugefügt habe, mit dieser Schuld werde ich bis ans Ende meiner Tage leben müssen. Ja, das werdet ihr, so leicht werde ich euch eure Taten nicht vergeben können. Aber zuerst sollten wir uns um Lilly kümmern. Das hat Vorrang, denke ich. Freya. Eure Fähigkeiten sind jedenfalls bemerkenswert. Steht es nicht irgendwie in eurer Macht, diesem unschuldigen Kind zu helfen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich etwas für sie tun kann. Aber ich werde alles tun, was in meiner Macht steht. Prinzessin Garnett, lasst mich euch helfen. Unsere Magie ist nicht so ohne weiteres zu brechen, sag ich. Die Mühe könnt ihr euch sparen, sag ich. Wie fühlt ihr euch, Prinzessin? Mein Kopf schmerzt. Wo bin ich? Lilly, ich bin's, hörst du? Ich bin's, sie dann, hörst du mich? Lilly, Prinzessin! Freunde? Was ist hier los? Die wollten sich Prinzessin Garnett schnappen, sag ich! Garnett? Konntet ihr aus Garnett alle Bestia extrahieren? Jawohl, alle, sag ich! Dann ergreift Garnett und schmeißt sie in den Kerker. Zu Befehl, sag ich! Ich bitte euch, nehmt diesen Befehl zurück. Mohohoho, du wagst es mir, Brane, zu widersprechen? Königin Brane, meine Aufgabe ist es, Prinzessin Garnetts Leben zu beschützen. Königin, fügt ihr der Prinzessin nicht noch mehr Leid zu, als ihr es schon habt. Überlasst mir die Stellung, bitte. Flieht, so schnell ihr könnt. Ich bin so frei und verbleibe hier mit euch. Sieh dann, verschwinde von hier. So, einstige Feinde raufen sich also zusammen. Hohoho, köstlich, einfach köstlich. Son, langsam beginnen diese Nervensägen mich aber richtig wütend zu machen. Macht sie fertig. Mutter. Freya, wir verlassen uns auf dich. Keine Sorge. Und wieder zurück. Los, Lilly, nichts weg hier. Steiner? Prinzessin! Was ist das? Zerfleischt sie, sage ich. Da fuck, Junge. Ja gut, aber wir haben jetzt die unbesiegbare Beatrix auf unserer Seite. Ich denke, die rockt richtig die Hütte, ne? Fafnirs Wind. Heiliges... Wie geil, Junge. Heiliges Schwert, gib ihm Gummi. Donnerklinge. Pass auf, sie greift einmal an. Fies tot, ne? Verfehlt. Ausgezeichnet. Weißt du, kann sowas nicht mal passieren, wenn sie gegen uns kämpft? Nein. Impossible. Entschuldigung. Wann wette diese 10 Kick gerade hart rein? Vitra. Ah, boah, Junge, wie geht die denn ab, Alter? Was hat die da alles drin? Ja, bei, Alter! Exekutionsschlag, gib Gummi. Scheiße, wie geil! Das hatte ich völlig verplant, dass man die auch nochmal benutzt, ey, geil. 7. Junge, wie ich vorausgesagt habe, eine Attacke, alle tot, leck mich am Arsch. Beatrix, willst du nicht in unsere Gruppe? Ich frag für einen Freund. Scheiße, Alter! Mastophantenkarte, Jadestein, Phönix, Feder, ja, von mir aus. Alter, leck mich am Arsch. Was zur Hölle? Haha! Du kriegst mich niemals lebend, du Dummschwein. Außerdem, wie ist der durchgekommen? Frey hat den, Beatrix hat den doch gerade gekillt. Hau rein, ne? Ich bin weg hier.
Pass auf, sie springt nachher noch runter, das dumme Schwein. Ah, okay. Ach du Scheiße. Schwarzmagier. Verdammt, die sind uns zuvor gekommen. Töten. Ohne Scheiße, ich muss denen, glaube ich, so eine Terminator-Stimme geben, ne? Ziele gewunden, töten. Nein, keine Ahnung. Ich will die so nicht darstellen. Aber es hat so ein bisschen was von Terminator gerade, ne? Ja, okay, das sind Pops, ne? Also, die sollten kein Problem sein. Nilly, weißt du, was toll ist? Du kannst nichts mehr rufen, ne? Alle Bestia weg. Wollte ich dir nur mal gesagt haben, ne? Wer muss geheilt werden? Steiner. Steiner muss noch geheilt werden. Zidane macht jetzt hier erstmal. Der macht da. Und Vivi macht irgendwie einen dicken Zauber und dann ist gut, ne? Nein, nicht sammeln. Das wird mir auch immer wieder noch passieren. Mit dem Sammeln und so, ne? Ey, ich weiß aber auch nicht. Warum hat man's? Ich weiß nicht, was mit dem Menü ist. Also, kann es sein, dass das bei 10 so ist, dass Sammeln zuerst kommt und dann Magie? Dass ich deswegen da andauernd drauf möchte? Was? Bestatio? Achso, sie ist in Trance. Das bringt uns aber nichts. Ne? Weil ihre Trance bezieht sich auf was sie jetzt nicht machen kann. Just saying. Wie sie alle Super Saiyajins werden, wenn sie hier in Trance sind, ne? Foi, foi! Steiner! Aber wunderschön, wir haben endlich wieder ein Highlight in der Gruppe. Oh Gott, ohne Scheiß, ne? Das ist das, was mir am meisten genervt hat. Potion geklaut. Okay. Ne, tatsächlich, das ist das Widerlichste. Könnten Sie bitte damit aufhören? Danke. Tschüss. Wie haut jetzt den Sack zu und dann ist gut. Ja, okay, die haben schon ein bisschen mehr ausgehalten, ne? La, 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 la. Ja, schade, keine Allzweckweste für uns, ne? Eisrauch und Weihrauch gelernt. Oh, nice. Oh, Baby. Hallo, danke. Ja, okay, danke. Danke dafür, Spiel, danke. Anlegen. Mal gucken, was wir machen können. Haben wir eine neue? Wir haben doch bestimmt... Nee, haben wir nicht. Alles schlechter. Okay, danke. Danke für nichts. Stirnband brauchen wir nicht. Nehme ich die höhere Abwehr. Da sind wir noch zugange, da sind wir noch zugange, hier sind wir noch zugange. Ah, Mithril-Schwert. Haben wir da nicht auch mittlerweile was Besseres? Ja, Polaris. Metallalpha. Okay, whatever. Oh mein Gott. Wir haben tatsächlich... Weihrauch sind wir fertig mit. Nice. Kannibale haben wir schon. Exorzismus, hau den Lukas, gib Gummi. Catnemt. Götterspeise. Nice. Holzauge. Okay, da sind wir noch zu Gange. Insomnia. Howlin Lukas. Ja, okay. Zwei Gegenstände hätte er noch, wo er was von lernen kann. Was eigentlich mit dir, Vivi? Vivi, wolltest du noch was lernen oder nicht so? Ich glaube nicht so, ne? Ah doch, der Magierhut. Da ist er noch dran, ne? Hier. Da können wir jetzt... Ach du Scheiße. Ich nehme Feuerer. Da sind wir schon halb mit fertig. Vor allem ist hier Feuerer drauf. Das heißt, Feuerer lernen war doppelt schnell. Das trifft sich gut. Das heißt, Schlaffeuerer werden wir annähernd gleichzeitig lernen. Sehr cool. Das heißt, wir können dann direkt auf den Donnerstock umswitchen. Oh, Baby. Vivi wird so hardcore. Abilities. Drei habe ich noch. Dämonen. Bestie ist, glaube ich, ganz gut, dass ich den dran habe. Geld oder Leben. Er hat zu wenig. Er hat 2. Nein. Vivi hat 4. Sie hat aber Urschrei noch nicht, ne? Da müssen wir auch gucken. Sie muss unbedingt das Ding kriegen von Vivi, womit sie Urschrei lernt. Dann kann nämlich unser heiliger Magier, unser Weißmagier, kann nicht mehr verstummt werden. Hören Sie bitte auf. Nein! Ja, da hätte ich auch vorher gegen das Mistvieh kämpfen können, ne? Just saying.
springen wir so einfach hinterher. Bitte was? Ich bräuchte Beatrix. Ich bräuchte noch mal ihre Hilfe, Madame. Ja, natürlich. Zwei. Warum nicht? Ist okay. Spiel ist okay. Dreh durch, ne? Hau auf Kacke. Bitte was? Okay, pass auf. Wir hauen direkt richtig auf Scheiße. Direkt alle Angriffe konzentrieren. Wenn das Vieh vor umknickt, umso besser, ne? Aber ich will da jetzt kein Dings eingehen. Sag ich doch. Hat der gerade... Okay. Hörst du bitte auf damit? Dankeschön. Gott sei Dank hat sie Schlafschutz. So, könnten Sie bitte umfallen? Dankeschön. Ich finde das sehr nett von Ihnen, dass Sie meiner Bitte nachgekommen sind. Blitzrate ich auch gleich. Das sieht sehr schmerzhaft aus. Ja, aber da kannst du sehen, ne? Die Beatrix, ne? Wo die hinschlägt, ne? Da wächst kein Glas mehr. God damn it! Okay, Level Ups, sehr nice. Phoenix-Federn. Ja, nach unserem Verbrauch kann ich die ganz gut gebrauchen. Da gebe ich dem Spiel recht. Die Mucke ist so ein bisschen, ne? Ich weiß nicht. Also die Mucke finde ich jetzt nicht ganz so geil. Klar, sie unterstreicht die Dramatik. Wo ist bloß dieser Steiner? Da kommt er angeklappert in aller Seenruhe. Alter, trödel gefälligst nicht so rum. Tue ich wirklich das Richtige, wenn ich von hier fliehe? Was redest du da, Steiner? Seite an Seite kämpfen sie Beatrix, die ihren Eid bricht und sich gegen ihre Königin auflehnt. Und Freya, die Beatrix trotz ihrer Verbrechen beisteht und für die Prinzessin streitet. Ich kann nicht zulassen, dass Königin Brane den beiden in ihrer Rage etwas antut. Sieh dann, ich habe eine Bitte an dich. Steiner, was auch immer, ich meine, fliehe mit der Prinzessin aus Alexandria und bring sie wohlbehalten zu Professor Toto. Professor Toto weiß sicherlich einen Weg, wie dieses aus den Fugen geratene Alexandria zu retten ist. Alles klar, ich werde dich nicht enttäuschen. Ich werde auch mein Bestes geben. Sieh dann, Meister Vivi, ich verlasse mich auf euch. Prinzessin, es ist an der Zeit, Abschied zu nehmen. Steiner! Alle tun das nur für mich. So ist es, Lilly. Für dich, Lilly, und für Alexandria. Aber auch für jeden Einzelnen von uns leben und kämpfen wir. Und deswegen dürfen wir nicht stehen bleiben. Wenn wir hier krepieren, war alles umsonst. Wir müssen leben. Aber ich... Zum Grübeln fehlt uns jetzt leider ein wenig die Zeit. Nein, sie haben mir Steiner weggenommen. Wie können sie mir das antun? Seid ihr deppert! So könnt ihr doch nicht tun. Ja, komm, am besten drei. Komm, gib mir einfach drei, ne? Ne, ist nur einer, okay. Kann ich mitleben. Ich lasse sie mal auf Abruf. Danke. Danke dafür. Warte. Ich habe eine Idee. Wir protesten erstmal. Foi, foi! Ach, ich dem lag. Ich muss bei Lilly gucken, ob die noch was lernen kann über den Stab, ne? Autsch. Hau auf Nuss. Also gut gemacht, Lilly. Ja, sie dann verschläft den Kampf, ne? Dieser sie dann, weißt du? Nur schlafen im Kopf, ne? Der alte Verbrecher. Dankeschön. Oh, Vivi war, glaube ich, gerade in Trance, ne? So, uno momento, por favor. Ich möchte bitte gucken, wegen der Lilly, was sie so als nichts weg hier. Ja, da bin ich auch stark für. Aber lass mich bitte erst gucken, was sie noch da ausrüsten kann, weil ich glaube, ihr Stab ist durch. Ha! Oh, shit. What the? Wie sieht das aus? Werdet ihr mit denen fertig?
Sollten ständig welche nachkommen, dann könnte auch ich schneller meine Grenzen. Ach, darf ich nochmal? Sehr geil. Dürfen wir auch mal ein bisschen mit ihr auf die Kacke hauen. Ich sehe schon, wir überziehen heute, ne? Freitagsfolge, ne? Erstmal direkt überziehen. Schön ins Wochenende überziehen, ne? Ich wünschte, das Wochenende würde überziehen, wie ich es tue, ne? Immer so 10% mehr versehentlich, ne? Wäre cool, ne? Hätte ich jetzt nichts gegen. Fände ich ganz in Ordnung. Ja gut, aber Freya macht auch nicht schlecht Schaden, ne? Muss man ja sagen. Wir machen mal Atomisator. Ach, sie hat nichts anderes. Moment. Wäre mich da nicht noch gerade was? So, da bin ich gespannt. Atomisator. Wow. Okay, wow. Okay, Level 19. Wie sie ein Level unter Freya ist oder austeilt, also gäbe es kein Morgen, ne? Ja, okay, sie hat geile Ausrüstung, ne? Daran liegt das. Pa, wollt ihr etwa ewig leben? Noch haben wir es nicht überstanden. Steiner! Beatrix! Freya! Steiner, seid ihr etwa... Hauptmann der Pluto-Truppe, Adelbert Steiner, zur Stelle. Es wäre mir eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen, meine Damen. Die Ehre ist ganz auf unserer Seite. Ja, das wird auf jeden Fall darauf hinauslaufen, dass wir überziehen. Es sei denn, Beatrix kommt jetzt als erstes dran und macht Atomisator weg. Ja, dann natürlich nicht. Ja, aber die Ereignisse hier überschlagen sich etwas, ne? Steiner! Bam, bam, badadadada. Atomisator! Aua! Ja, du und dein Blitzer, ne? Mach weg da. Sehr schön. Bye, bye. Ah, es werde Licht hat er gelernt. Sehr schön. Ja, bin hier mal gespannt, wie das jetzt hier noch weitergeht. Gruppe teilt sich immer mehr auf. So, dankeschön. Ich wollte ja für Lilly gucken. Anlegen. Lilly! Genau, die hatte sie nämlich fertig. Analyse, das. Sternenroute. Nice. Und den Multistab. Ich glaube, wir machen erstmal die Sternenroute, ne? Ability Up ist sowas, das möchte ich ganz gerne schnell lernen. Habe ich hier noch irgendwie was? Ja, den Magierhut. Mit Urschrei. Ja, geil. Haben wir hier was? Nein, haben wir nicht. Aber dem Mithril-Armband, das geben wir ihr, weil es die bessere Rüstung ist. Da lernt sie noch. Hier lernt sie auch noch. Okay. Sonst haben wir auch nichts mehr. Und hier hätten wir... Oh, guck mal, die kann Götterspeise noch fertig lernen. Götterspeise... Oh, warte mal, wo habe ich denn Ability Up gerade gelesen? Achso, da, okay. Und dann noch Mithril-Weste mit Auto-Potion. Okay. Ja, cool, okay. Nehmen wir so. Danke, gekauft. Da lernst du nichts, aber da können wir nichts lernen. Da ist okay. Pestizid, Exorzismus. Und da sind wir bei Autoporsche dran. Okay. Abilities. Urschrei will ich auf jeden Fall anlegen. Passt sogar. Boah, perfekt. Auto-Potion will ich aber nicht ausrüsten. Okay. Uno Momento, Ability Lili, ich brauche mal eben dein Vita. Oh, perfekt, dankeschön. So. Sie sind ganze 6 Level hinterher. Meine Güte. Aber, pass auf, wir machen jetzt folgendes. Ich gehe mal eben hier rein und hoffe, dass da jetzt kein Kampf kommt. Yeah! Hi. Mognet, nochmal vielleicht. Nee, okay. Eine bitte, Kupo.
Bitte übergebe diesen Brief an Monty gerne. Von Moschu nach Monty hätten wir also auch noch. Okay, passt auf, Leute, ich mache hier Schluss. Ich sage an dieser Stelle zu euch, see you guys. Schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Final Fantasy 7. Schon wieder mit Final Fantasy 9. Hey, you guys, hat's euch gefallen? Gut, nun gibt's ein paar Regeln, denen ihr folgen müsst. Regel 1, das Video wird nicht geteilt. Regel 2, das Video wird nicht geteilt. Regel 3, lass ein Däumchen da. Regel 4, wenn du dich mitteilen willst, kommentiere. Regel 5, wer neu ist auf dem Kanal, sollte abonnieren. Denn wir sind das, was nötig ist. Wir sind das, was du brauchst. Wir sind Core Gamer Production.